Morgen. Adventszeit. Das ist die Zeit, in der Maria warten musste, Josef warten musste. Wir müssen warten. Advent ist eine Zeit, weniger ein bestimmter Tag oder ein Augenblick oder bloß eine Stimmung. Vielmehr ist es ein besonderer Umgang mit der Zeit. Der Advent fordert eine besondere Aufmerksamkeit darauf, wie wir mit Zeit umgehen. Also diese 4 Wochen, früher waren es mal 6 Wochen, bevor das Leben vom einschneidendsten Ereignis der Weltgeschichte unterbrochen wird, wirft einen Blick auf unseren Umgang mit Zeit. Und dann können wir 3 Umgangsweisen feststellen. Der erste Umgang mit Zeit sollte die wesentliche Zeit sein. Also Zeit, in der das Leben wesentlich wird. Das Wesentliche in den Vordergrund tritt und nichts anderes mehr zulässt. Also, das ist die Zeit, wo es keine Alternativen mehr geben darf. Da wird die Zeit wesentlich. Ich durfte einmal solche 9 Tage wesentliche Zeit durchleben. Von der Diagnose bis zu einer lebensbedrohlichen Operation. 9 Tage, in der alles Unwesentliche draußen blieb und das Wesentliche in den Vordergrund geschoben wurde und die Zeit randlos ausfüllte. Der zweite Umgang mit Zeit, ihn nenne ich die banale Zeit. Der Ausdruck dafür ist die getaktete Zeit der Terminkalender. Also, das ist die Zeit vor dem Wesentlichen und nach dem Wesentlichen. Wenn das Belanglose und Unwesentliche Wichtigkeit erhascht, etwa wenn wir einkaufen müssen oder eine Steuererklärung abgeben oder eine Abrechnung fertigen müssen. Das ist die Zeit der vielfältigen Organisation, etwa in den Terminplan der Eltern einzubinden, wie die Kinder zur Schule kommen und wieder zurück, wo man sein Tagewerk organisiert und die Zeit ausfüllt, bestmöglich, heißt vollstmöglich, wo wir uns selbst verwirklichen müssen. Und dann gibt es einen dritten Umgang mit Zeit. Ich nenne ihn die verschwenderische Zeit. Etwa dann, wenn man stundenlang kocht und isst und das auch noch genießt. Ein Spazierengehen, auch ein Wandern, ohne ein Ziel unbedingt erreichen zu wollen. Ein Buch zu lesen, ohne eine bestimmte Kapitelanzahl oder gar das Ganze schaffen zu müssen. Nichts tun ist dieser Zeit anheim. Einfach da sitzen und einmal Zeit verstreichen lassen. Das ist was anderes als Zeit zu vergeuden. Auf seine Seele hören und dabei keinen Zweck zu verfolgen. Einfach nur hinhören und das ist nicht zwecklos. Einfach mal gegenwärtig sein. Dort, wo ich sitze, wo ich stehe, wo ich schaue, wo ich höre. Gegenwärtig sein, vielleicht auch in einer Runde mit Menschen, ohne selber reden zu müssen. Hören ist in dieser Zeit verschwenderisch gut. Eine Musik, eine CD auflegen oder sonst wie und einfach nur Musik hören. Oder hören lassen, wenn wir anderen einmal wieder
im uralten Sinne gut vorlesen. Und noch einmal in die Küche zurück, Plätzchen backen. Einen halben, einen ganzen Tag Plätzchen backen. Aber nicht mit dem Ziel, anschließend so und so viel Plätzchen gebacken zu haben, um dann alle zu beschenken. Das kann ja auch rauskommen. Einfach das Plätzchenbacken selbst genießen. Verschwenderisch mit der Zeit umgehen. Dafür ist die Adventszeit gedacht. Und dafür ist die Adventszeit gut. 4 Wochen bei uns immer noch. Dazu ein Zitat aus dem Buch von Pascal Mercier, Das Gewicht der Worte. Es ist ein Luxus. Ich muss nichts mit dieser Zeit machen. In diesem Sinne, bleibt behütet und eine gesegnete Adventszeit. Euer Matthias Weinl.